Der neue Hinzuverdienst von 44.590 Euro optimal nutzen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Im März 2020 wurde ja bekanntlichermaßen der Freibetrag für den Hinzuverdienst auf eine Altersrente von 6.300 Euro auf 44.590 Euro angehoben. Jetzt möchte ich Ihnen einfach mal ganz kurz erläutern, wie sich das eigentlich in der Realität auf eine Rente auswirkt. Der Hinzuverdienst 2020 beträgt ja jetzt 44.590 Euro. Vorher, bis zum 31.12.2019, war der Hinzuverdienst oder die Hinzuverdienstgrenze, ich mache das mal so, 6.300 Euro. Das ist der Hinzuverdienstfreibetrag bis zum 31.12.2019. Machen wir hier nochmal so hin, dass es klar wird. Bezogen auf den Monat bedeutet das, wir nehmen die 6.300 Euro und teilen die durch 12. Das ergibt dann monatlich 525 Euro. Und zwar MTL. MTL heißt monatlich. Mit dem neuen Hinzuverdienst sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Hinzuverdienstgrenze 44.590 Euro 2020, das ist neu, ergibt das monatlich, und das ist jetzt spannend, 44.590 Euro wieder geteilt durch 12 ist gleich rund 3.700 Euro monatlich. Ich weiß, das ist ein bisschen ungenau, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, aber mit 3.700 Euro lässt sich das natürlich viel, viel besser rechnen. Das ergibt im Ergebnis für Sie, dass Sie einen monatlichen Hinzuverdienst von rund 3.700 Euro haben können, zuzüglich zu Ihrer Rente, und diese Rente nicht gekürzt wird. Also Sie müssen da gar keine Angst haben, dass da irgendwas passiert. Kommen wir jetzt zu dem Beispiel, zu unserem angekündigten Berechnungsbeispiel. Und unsere liebe Ricarda, die ist seit dem 1. Januar 2019 schon in Rente und die hat eine monatliche Rente von 1.200 Euro. Steht ja hier hinter monatlich. Und unsere Ricarda ist natürlich wie immer sehr, sehr fleißig, geht arbeiten und verdient 2.000 Euro monatlich. Das ergibt in der Summe 2.000 Euro mal 12, 24.000 Euro Jahreshinzuverdienst. Und das sehen Sie ja ganz klar bei dem alten Hinzuverdienstregelung bis zum 31.12.2019, dass die 24.000 natürlich deutlich höher sind als die 6.300 Euro Freibetrag. Schauen wir uns das jetzt mal in Ruhe an, was das jetzt bezogen auf 2019 bedeutet für Ricarda, also Rente und Hinzuverdienst, und 2020. Unsere Ricarda bekommt 1.200 Euro Rente. Ricarda bekommt natürlich nicht ihre monatliche Rente von 1.200 Euro, weil sie mit ihrem Einkommen von 24.000 Euro deutlich über dieser Jahreshinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro liegt, die ja im Jahr 2019 gilt. Das ist die hier. Also bekommt sie eine Teilrente von 610 Euro. Jetzt werden Sie natürlich fragen, wie kommt er jetzt auf die Teilrente? Müssen Sie mir einfach mal abnehmen. Ihr Hinzuverdienst, haben wir ja gesagt, monatlich 2.000 Euro. Ergibt also als Gesamtsumme 2.000 plus 610, hat sie 2.610 Euro. Das heißt also, das ist die Gesamtsumme, die Ricarda im Jahr 2019 an Einkommen zur Verfügung hat.
Gucken wir uns jetzt mal das Jahr 2020 an. Sie hat eine Rente von 1200 Euro. Die behält sie auch in voller Höhe. Keine Einkommensanrechnung mehr, weil wir ja diesen neuen Freibetrag von 44.590 Euro haben. Dazu bekommt sie auch noch ihren Hinzuverdienst, 2.000 Euro. Ergibt also in der Summe 3.200 Euro. Und dann sehen Sie schon, dass unsere Ricarda ein Rentenplus im Jahr 2020 pro Monat von 590 Euro hat, monatlich. Oder im Jahr gesprochen 7.080 Euro Jahresplus. Das heißt also, wenn man sich das schon mal hier so anschaut, würde sich sozusagen diese ganze Geschichte für Ricarda lohnen, dass sie im Jahr 2020 einfach ganz normal mit diesen Optionen, also mit diesen Daten hier weiterarbeitet und sie hat pro Monat 590 Euro mehr in der Tasche. Und das ist natürlich ein richtig großartiges Argument zu sagen, ja, ich gehe jetzt weiterarbeiten. Wenn wir es ganz genau machen und Sie wollen wirklich noch mehr arbeiten und optimieren, dann können Sie natürlich Folgendes machen. Wir hatten ja ausgerechnet, dass diese 44.590 Euro, wenn wir die durch 12 teilen, ergeben rund 3.700 Euro Monatseinkommen. Anrechnungsfrei. Wenn Sie das dazu verdienen und auch noch die Rente von Ricarda nehmen, von 1.200 Euro, dann erwirtschaftet sie pro Monat 4.900 Euro. Und das ist natürlich ein Pfund, wo ich sage, nicht schlecht. Also, da hat der Gesetzgeber wirklich großartig gearbeitet und hat uns hier sozusagen auch mal wieder überrascht. Näheres zum Thema Hinzuverdienst, neue Hinzuverdienstgrenze 2020, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.